Erkältungen kommen 3 Tage, bleiben 3 Tage und gehen 3 Tage. Das hat schon meine Oma gesagt, das stimmt. Trotzdem versuchen wir ja alles, um die Zeit, die wir krank sind, möglichst gering zu halten. Und dabei können wir aber auch einige Fehler machen, weil viele Dinge, die gut klingen, genau das Gegenteil bewirken. Und dann wird es vielleicht noch länger, unsere Erkältungszeit. Wann waren Sie das letzte Mal erkältet? Gerade zur Erkältungssaison erwischt es ja viele von uns. Auf einen Schlag bekommen wir das irgendwie alle jedes Jahr. Und dann hat man eigentlich ja nur noch einen Wunsch, so schnell wie möglich wieder fit werden. Und dafür finden wir online eine ganze Menge Tipps. Viele von denen sind aber, muss man sagen, leider Blödsinn und einige schaden sogar mehr, als dass sie dann helfen. 7 typische Fehler schauen wir uns jetzt einmal an, damit Sie für die nächste Erkältungswelle bestens gerüstet sind. Und ich gebe Ihnen natürlich auch Tipps mit, was Sie tun sollten, wenn Sie erkältet sind. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch verständlich und korrekt aufzuklären über Erkrankungen, Ursachen dieser Erkrankung, auch aktuelle Erkrankungen, aktuelle Gesundheitsthemen, die uns so rumtreiben. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Ja, eine Erkältung ist immer extrem ärgerlich. Wir fühlen uns schlapp, antriebslos, haben keine richtige Lust, haben aber häufig noch was im Haushalt natürlich zu tun. Wichtige Dinge bleiben dann liegen, wenn wir uns nicht zwingen und uns doch dann aufraffen. Aber schon die ersten Anzeichen, also so leichtes Halskratzen, vielleicht auch eine laufende Nase oder der erste Husten und wir ahnen schon Schlimmes. Bei mir ist es so, ich fange an zu niesen. Ich muss ein paar Mal niesen, da weiß ich, oh, es geht los, ich werde wahrscheinlich erkältet. Und so geht es vielleicht auch Ihnen, denn Sie wissen vielleicht auch so, was die ersten Anzeichen bei Ihnen sind. Und dann heißt das Ziel meistens, wir müssen die Erkältung so schnell wie möglich loswerden. Das Internet bietet eine Menge Tipps von bestimmten Teesorten zum Beispiel, bis zu Fußbädern oder Wärme- bzw. Kältebehandlungen, da wird eine ganze Menge empfohlen. Stichwort nur einmal warmes Bier. Vieles davon ist aber auch Quatsch. Und die 7 größten Fehler, die schauen wir uns heute einmal an. Fehler Nummer 1, zu wenig Ruhe. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, wenn wir krank sind, bleibt häufig Arbeit liegen. Es war ja vorher irgendwie der Tag geplant, es findet ja auch alles so im Alltag weiter statt. Und das schlechte Gewissen bringt uns dann dazu, dass wir doch zu Hause bleiben oder dann im Haushalt vielleicht aktiv werden, uns um die Kinder kümmern, was auch immer. Das ist schon der größte Fehler, denn wir überschätzen häufig, wie leistungsfähig wir sind, beziehungsweise wie anstrengend es sein kann, die Küche zu reinigen, mit den Kindern zu spielen, dann, wenn unser Körper quasi runterfährt, wenn wir krank sind. Viele Menschen fühlen sich natürlich verpflichtet, ihren normalen Tagesablauf trotz Krankheit aufrechtzuerhalten, egal ob beruflich oder persönlich. Und genau das sollten Sie aber auf keinen Fall tun. Ich weiß, gerade früher war es immer so, egal, wenn man krank ist, geht man auch zur Arbeit, man soll sich nicht so anstellen. Das kann aber dazu führen, dass sich die Symptome verschlimmern und die Genesung verzögert wird. Man weiß letztlich, Ruhe, Erholung ist mir das Wichtigste, was gegen Erkältung hilft. Der Körper benötigt Ruhe, denn er benötigt seine gesamte Energie, um gegen die Infektion anzukämpfen. Also das bedeutet konkret ausreichend Schlaf bekommen, stressige Aktivitäten vermeiden, sich auch nicht aufregen und sich Zeit zum Ausruhen nehmen. Wirklich, Ruhe ist ein entscheidender Faktor, um das Immunsystem zu unterstützen und die Genesung bei einer Erkältung zu beschleunigen. Und an dieser Stelle ein Hinweis auf meine Ratgeber. Und es gibt auch einen neuen Ratgeber, nämlich zum Thema Immunsystem. Also Nährstoffe, die das Immunsystem beeinflussen, unsere Ernährung, die das Immunsystem beeinflusst, welche Nährstoffe wichtig sind, Stichwort Zink, Vitamin D, Eisen etc., Vitamin C. Also gerne einmal meinen Shop schauen und schauen Sie mal, ob Sie da für sich den richtigen Ratgeber finden. Fehler Nummer 2, zu viele Medikamente, Antibiotika. Der nächste häufige Fehler, den Sie bei der Bewältigung einer Erkältung begehen können, ist die übermäßige Einnahme, oftmals auch nutzlose Einnahme von rezeptfreien Medikamenten und auch der unbedachte Einsatz von Antibiotika. Nochmal, Antibiotika helfen gegen Bakterien, nicht gegen Viren. Häufig Halsschmerzen, ein bisschen Schnupfen, Ursache sind Viren. Oftmals möchten wir uns so schnell wie möglich von den lästigen Symptomen ja befreien und wieder gesund werden. Doch hier ist Vorsicht geboten. Der Glaube auch, dass eine höhere Dosis von Medikamenten einfach mehr nehmen, als vielleicht der Arzt sagt, oder der Einsatz von Antibiotika den Heilungsprozess beschleunigen kann, ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Und ganz ehrlich, auch ich erlebe das oft, es ist die Erwartung der Patienten, der Arzt soll mir Antibiotika verschreiben, damit ich wieder fit und gesund werde. Und wehe, der Arzt macht das nicht, dann ist es ein schlechter Arzt. Tatsächlich führt die übermäßige Medikamenteneinnahme zu
zu auch möglichen unerwünschten Nebenwirkungen, ohne wirklich zur Bekämpfung des, in dem Fall zum Erkältungsvirus, beizutragen. Eine Erkältung kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage und geht 3 Tage, hat meine Oma schon gesagt, hatte ich gerade im Intro schon gesagt. Und so ist es. Noch wichtiger ist die Tatsache, dass Antibiotika, sage ich nochmal, gegen Viren, die Erkältungen verursachen, völlig machtlos sind. Ihr unnötiger Einsatz kann nicht nur ineffektiv sein, sondern auch zur Entstehung einer Antibiotikaresistenz führen und die dann die Behandlung von bakteriellen Infektionen erheblich erschweren können. Und ich kenne das von der Intensivstation, wo wir immer öfter das Problem haben, dass Patienten Bakterien haben, die Resistenzen gegen bestimmte Antibiotika. Also bei vielen Erkältungen, wo Viren die Ursache sind, und meist sind es Viren, da sind Antibiotika Quatsch. Sie glauben aber nicht, wie viele Menschen noch so auf Antibiotika-Reste zu Hause zurückgreifen und sich damit vielleicht sogar für die Zukunft deutlich schwerwiegendere Probleme einhandeln. Fehler Nummer 3, zu wenig trinken. Ein ganz normaler Fehler, den viele von uns bei einer Erkältung machen, ist, dass wir einfach nicht genug trinken. Wir fühlen uns schlapp, schniefen so vor uns hin, der Hals tut weh und wir vergessen dabei genug Wasser oder Tee zu schlürfen. Wasser, Tee, Flüssigkeit ist ganz wichtig. Das ist der Punkt hier nämlich. Unser Körper braucht Flüssigkeit, um gegen die fiesen Erkältungsviren, Bakterien zu kämpfen. Wenn Sie nicht genug trinken, dann können Sie noch schlimmer oder noch schlechter sich fühlen. Also denken Sie daran, sich regelmäßig ein großes Glas Wasser oder eine Tasse Tee zu gönnen. Und aus der Sicht ist Tee, welcher auch immer, nämlich gut. Damit fühlen Sie sich kurzfristig besser und unterstützen den Körper, damit Sie schnell wieder fit werden. Ich persönlich mache es so, Suppen essen. Suppen gibt Energie, machen Sie da ordentlich Gemüse rein für Nährstoffe, auch Energie ein bisschen rein, man kann auch ein bisschen Reis mit reinmachen oder so, und es gibt gleichzeitig auch Flüssigkeit. Fehler Nummer 4, ungesundes Essen. Und da sind wir auch nämlich schon von Suppe jetzt beim Essen. Manchmal, wenn wir uns mit einer Erkältung quälen, vernachlässigen wir einfach richtig zu essen oder überhaupt was zu essen. Wir haben keinen Appetit, wir sind ja schlapp. Wir greifen stattdessen sogar manchmal zu ungesunden Snacks oder sogar zu Fastfood, weil es häufig einfacher ist, als selbst am Herd irgendwie zu stehen. Aber die Realität ist, dass unser Körper gerade jetzt in solchen Zeiten, wenn nicht schon sonst immer auch, aber gerade jetzt gute Nährstoffe braucht, um gegen die Bakterien, Viren etc. anzukämpfen. Also anstatt sich von Chips und Limonade zu ernähren, sollten Sie ganz bewusst, gerade wenn Sie erkältet sind, zu gesunden und nahrhaften greifen. Obst, Gemüse, das alles vielleicht in eine Suppe rein, können Wunder wirken, um Ihr Immunsystem zu unterstützen und Sie schneller auf die Beine zu bringen. Und Sie brauchen dann auch gar keine Supplements, ernähren Sie sich dann einfach gesund. Denken Sie daran, Ihr Körper braucht genug Treibstoffenergie. Und da würde ich Ihnen nur das Beste empfehlen, Obst, Gemüse und gerade das, wenn Sie krank sind. Fehler Nummer 5, achten Sie auf Ihren Körper. Den Fehler jetzt sollte man eigentlich vorneweg nennen, häufig ist es dafür aber schon zu spät. Generell ein gutes Körpergefühl, ein gutes Verständnis von seinem eigenen Körper, das ist ganz wichtig. Oftmals machen wir nämlich den Fehler, die ersten Signale unseres Körpers bei einer Erkältung zu ignorieren. Manche von uns denken, dass Husten, Schnupfen nicht so schlimm sind und gehen weiter ihre täglichen Verpflichtungen nach, ist mir auch schon passiert. Man denkt irgendwie, man hat nur leichten Schnupfen, macht vielleicht noch Sport und erst dann kriegt man so richtig den Schlag weg. Aber wenn Sie plötzlich Atemnot haben, das Fieber durch die Decke geht oder die Erkältung auch nach 2, 3 Wochen nicht weggeht, spätestens dann wirklich ist ein klares Zeichen auch, dass Sie sich in ärztliche Hilfe begeben sollten. In der Regel heilt eine Erkältung einfach so aus, da braucht man nicht zum Arzt gehen. Manchmal aber gibt es Komplikationen, wie zum Beispiel sehr hohes Fieber. Bei Erwachsenen würde ich da so sagen, über 39,5 Grad zum Beispiel. Fehler Nummer 6, zu früh wieder arbeiten gehen. Und das ist ein Fehler, ich sage dir nochmal explizit, bin gerade schon drauf eingegangen, aber der ist einfach so wichtig und wir hatten mit Fehler 1 ja da auch schon angefangen. Ein weit verbreiteter Fehler besteht einfach darin, wieder zu früh zur Arbeit zurückzukehren. Ist eigentlich vielleicht eine gute Sache, man hat ein Verantwortungsbewusstsein auch, man will die Kollegen nicht im Stich lassen, während man sich aber noch nicht richtig von der Erkältung erholt hat. Ja, die Verpflichtungen mögen rufen, klar, aber es ist ratsam, dass Sie geduldig sind und erst vollständig gesund wieder werden, bevor Sie wieder in den Arbeitsalltag einsteigen. Vielleicht kann man sowas ja auch irgendwie schrittweise machen. Eine zu frühe Rückkehr kann nicht nur das Risiko einer erneuten Ansteckung erhöhen, klar, sondern auch den Genesungsprozess verzögern. Und ich glaube, zum Glück hat sich das gesellschaftlich auch ein bisschen geändert. Das war früher, glaube ich, noch ganz anders. Die beste Strategie besteht darin, sich auszuruhen und sicherzustellen, dass man wieder in Topform ist, bevor man sich wieder der Arbeit widmet. Aber natürlich auch nicht das Ausnutzen und noch ein paar Tage draufhängen. Auch wichtig natürlich.
Dies dient alles aber nicht nur der eigenen Genesung, sondern auch, das ist wichtig, dem Schutz der Kollegen vor einer möglichen Ansteckung. Und gerade so im Rahmen der Covid-Pandemie hat man ja mal so ein bisschen mitbekommen, wie sowas auch wichtig ist, wie es quasi sein kann, dass wenn eine Person erkrankt ist, dann im Büro sitzt, wie dann plötzlich ganz viele andere sich auch anstecken. Fehler Nummer 7, man kann eine Erkältung nicht ausschwitzen. Ein weiterer großer Fehler ist es, in die Sauna zu gehen, wenn die Erkältung zuschlägt. Ja, Fieber kann wichtig sein, ist wichtig, unterstützt das Immunsystem, bekämpft die Eindringlinge, stärkt quasi auch das Immunsystem. Deswegen kann es gut sein, zu schwitzen, aber nicht zum Beispiel in die Sauna reingehen. Das ist sozusagen von der Wahrheit weit entfernt, dass das einen Nutzen hat. Tatsächlich kann die Hitze in der Sauna die Symptome noch schlimmer machen und die Verbreitung der fiesen Erkältungsviren noch fördern. Wenn Sie schneller wieder auf die Beine kommen wollen, dann folgen Sie lieber den Tipps, die ich Ihnen jetzt gleich gebe. Die Sauna in einer Akutsituation unbedingt meiden, wenn Sie sonst aber gesund und fit sind, dauerhaft in die Sauna zu gehen, um generell ein verbessertes Immunsystem aufzubauen, das macht Sinn. So geht's richtig, das sollten Sie bei einer Erkältung tun. Und was sollten Sie tun? Darum geht's jetzt. Wenn Sie nämlich von einer Erkältung erwischt wurden, dann ist Geduld der Schlüssel, habe ich gerade schon gesagt. Vermeiden Sie die häufigsten Fehler, die ich gerade genannt habe. Gönnen Sie sich stattdessen Ruhe, ausreichend Flüssigkeit, gesunde Nahrung. Natürlich darf es zwischendurch auch etwas vielleicht Ungesundes mal sein, wenn man 4-5 Tage zu Hause hängt. Aber das Immunsystem, das ist wichtig, benötigt Energie, um gegen die Eindringlinge zu kämpfen. Sie brauchen Power, Energie und die sollten Sie Ihrem Körper geben, gerade dann, wenn Sie nicht viel Hunger haben. Außerdem unbedingt auf Warnzeichen achten, die ärztliche Hilfe erfordern. Der Körper benötigt einfach ein paar Tage Ruhe. Machen Sie lockere Spaziergänge, ganz viel Erholung. Gerade Spaziergänge draußen machen ist auch eine gute Sache, wenn Sie merken, dass es Ihnen wieder besser geht. Und dann sollten Sie auch für die nächste Erkältungszeit gerüstet sein. Nochmal, gehen Sie eine Erkältung auch gelassen an, denn in der Regel heilt diese problemlos nach ein paar Tagen aus, ohne dass wir groß eingreifen müssen oder sollten. Gegen mögliche Symptome, und so mache ich es auch, können wir mit Halsbonbons helfen, nehme ich auch mal, Tees geben Flüssigkeit, nehme ich auch, Schmerztabletten im Extremfall, ich sage so ab 39, 39,5 Grad Fieber zur Temperatursenkung auch, und das im Prinzip war's. Mehr braucht man wirklich nicht. Man sagt immer ja auch, ohne Medikamente geht eine Erkältung 7 Tage, mit Medikamente eine Woche. Deswegen gönnen Sie Ihrem Körper Ruhe, Flüssigkeit und gesunde Ernährung. Und dann haben Sie im Prinzip die Erkältung gut überstanden. Gerne kommentieren Sie das Video einmal, schreiben Sie Ihre Kommentare auf, lassen Sie uns darüber diskutieren. Welche Tipps haben Sie? Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.